begrüße dich ganz herzlich zu diesem Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wie geht es dir? Selbstliebe, Selbstannahme, ist das egoistisch? Hast du da auch Probleme damit? Viele haben Probleme, wenn sie schon das Wort Selbstliebe hören. Genauso ist es mit Wünschen. Wir erlauben uns keine Wünsche, keine Träume. Und ja, wir wollen nur funktionieren im Alltag. Das Leben ist bei uns doch oft so. Wir merken das oft gar nicht, dass wir gar keine Liebe annehmen können. Das ist so versteckt in uns drin, so ganz tief in uns drin, dass wir das gar nicht mitbekommen, dass wir nicht mal Liebe annehmen können. Wir erlauben uns das nicht mal. Aber glaub mir, jeder Tag ist dein Leben. Dein Leben besteht aus jedem Tag, auch Alter. Das war gerade ein seltener Vogel, ein kleiner. Na gut, das ist ein Zeichen. Ja, das ist ein Zeichen für Achtsamkeit. Ne? Ich soll hier im Park lieber mehr achtsam drauf aufpassen, was hier so geschieht. Das ist ein wunderschöner Ort hier. Schön und ruhig. Die Vögel zwitschern, das ist so schön. Erlaube dir das einfach zu genießen. Ja, wir müssen es uns wieder erlauben. Das ist ein Muss. Ein Muss für unsere Gesundheit, damit wir gesund bleiben oder gesund werden. Uns das einfach erlauben, die Wünsche und die Träume haben zu dürfen. Und auch Liebe und Selbstliebe. Denn das Gegenteil von Liebe ist Angst. Und Angst ist Enge und Verspannung, Verkrampfung. Es fängt mit Nacken und Schulter an. Zähne zusammenbeißen vielleicht noch. Und dann wundern wir uns, wenn die Nacken- und Kaumuskulatur, diese Kaumuskulatur ist die stärkste Muskulatur im Körper, und der Nacken, das Ganze, wenn das alles verspannt ist, dann wundern wir uns, aber wiederum auch nicht, das ist normal. Das ist schon zur Normalität geworden. Ne? Ja, und das ist so wichtig, wenn man ein bisschen mal zur Ruhe kommt und mal in sich hineinspürt und feststellt, da ist so ein Unwohlsein oder auch so eine kleine Traurigkeit. Ne? Also da ist irgendwas, das bedrückt uns und das ist schon Angst und Enge. Ne? Wir funktionieren im Alltag und dann haben wir noch Angst, dass wir irgendwann nicht mehr funktionieren können. Und immer schneller, immer höher, immer weiter. Das ist doch die Devise und das muss sich ändern. Einfach um gesund zu bleiben und gesund zu werden, ist das so wichtig. Ne? Selbstliebe wollen viele nicht stören oder lieben. Ne? Die finden das als egoistisch. Und warum ist das so? Es wurde uns so eingeprägt über Jahrhunderte und auch noch vor 30 Jahren, als ich noch jung war, wurde es so eingeprägt. Und als Kind erst recht, als Kind. Und die Kindheitsphase ist die stärkste Prägungsphase. Wir schauen uns das ab von den Erwachsenen, die um uns sind. Wir glauben all das, was uns gesagt wurde als Kind. Wir hatten gar keine andere Chance. Aber jetzt im Erwachsenenalter ist es doch wichtig, das mal zu hinterfragen. Die Glaubenssätze, die vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren oder vielleicht vor 40, 50 Jahren eingepflanzt worden sind, die gilt es doch mal zu überprüfen. Die können wir doch nicht in die Zeit von jetzt mitnehmen. Es ist jetzt eine viel schnelllebigere Zeit. Und dass das unser Körper, Geist, Seele Konstrukt, was wir als Mensch nun mal alles sind, Körper und Geist und Seele, das können wir nicht verarbeiten. Diese Glaubenssätze, die in uns drin sind, die tief in uns drin versteckt sind, die können jetzt wirklich hinterfragt werden. Wir müssen denen nur erstmal auf die Schliche kommen. Ne? Und das ist das Problem. Ja, diesen Glaubenssätzen von damals. Ja, unsere Omas und Opas, die haben damals oft gar nicht drüber gesprochen oder nachgedacht. Es war so viel Leid und so viel Elend. Und dass man das schnell vergessen wollte, war auch klar und verständlich. Und man hat das unter den Tisch gekehrt. Über Gefühle wurde nicht gesprochen. Und Gefühle wurden da unter den Teppich gekehrt, beziehungsweise Gefühle wurden so eingefroren, weil man so viel Grausames vielleicht auch erlebt hat.
wie gesagt, die Gefühle wurden eingefroren und die Härte von damals, die ist jetzt noch in uns. Die ist in uns gespeichert, die ist in jeder Zelle von uns gespeichert. Und dass das heutzutage dann insgesamt zu Burnout führt und zu Überlastung, da wir sowieso in einer schnelllebigen Zeit nun jetzt hier reingeboren worden sind, das ist klar, dass das zu Überlastung führt. Immer schneller, immer höher, immer weiter ist die Devise. Und wir funktionieren, wir müssen funktionieren, so ungefähr. Wir trauen uns nicht mal, unsere Wünsche auszusprechen, geschweige denn überhaupt daran mal zu denken oder hineinzufühlen, was will ich eigentlich wirklich? Was macht mir Freude? Und was tut mir gut? Und die Selbstfürsorge, die trauen wir uns dann oft gar nicht. Nur Augen zu und durch. Nur funktionieren. Egal wie. Und das ist eigentlich schade. Ne? Das macht uns auch kaputt und krank. Das führt zu Symptomen. Und spätestens dann müsste man das ändern und nachdenken zumindest. Oder nachfühlen und das ändern. Das ist so wichtig. Ich danke dir fürs Zusehen, fürs Zuhören. Alles Liebe für dich und alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Wie immer der Hinweis, ich bin kein Arzt oder Therapeut. Ich gebe hier nur meine Erfahrungen wieder und ich kann dir nicht garantieren, dass sie dir helfen, gesünder zu werden oder gesund zu bleiben und auch nichts versprechen. Weitere Informationen über mich kannst du gerne auf meiner Website www.pausenwege.de bekommen. Du kannst auch gern meine Bücher dazu lesen. Alles Liebe für dich, alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.